Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Warp. Wir sind hier bei diesen Türmchen angelangt. Wir erinnern uns, beim letzten Mal haben wir uns gerade bis zu denen durchgekämpft. Und ich darf jetzt mal überlegen, wie ich das beim letzten Mal gelöst habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr ganz genau. Kann ich von hier aus in den Turm reinschlüpfen? Nicht ganz. Ah, ich erinnere mich. Ich kann mich hier hin... Das Fass stört gerade ein bisschen. Ja. Moment, das ist jetzt ein bisschen gefährlich. So, ich möchte mich hier hinwarpen. Perfekt. Jetzt, genau, kann ich nämlich einfach hier in den Turm reinschlüpfen, mir lustig diesen Grub holen, mich fast erschießen lassen. Gott. Und einfach weiter marschieren. Hier auf dem stillstehenden Fließband. Was auch immer. Wir finden einige Wissenschaftler und die halten natürlich einige unserer Freunde gefangen. Achso, und hier spielen ja die Bösen, ich erinnere mich. Das bedeutet Chaos total, die totale Zerstörung. Wir machen hier alles platt. Logisch. Was gibt's hier? Ein einzelner Raum. Das heißt auf jeden Fall, hier geht's nicht weiter. Und das heißt auf jeden Fall, wir können hier einfach mal reinschlüpfen und mal gucken. Eine Challenge, uhu. Was finden wir denn? Die Menschen so schnell wie möglich töten. Ah, ich erinnere mich, ich glaube, die Challenge hatte ich beim ersten Mal nicht auf die Reihe bekommen. So, ich muss im Fallen mich teleportieren? Das sieht jetzt schon subideal aus. Ich kann gerade diese Stelle mal üben. Das ist, glaube ich, die, wo ich die Bomben loszünden muss und mich dann ganz schnell wieder zurück teleportieren muss. Kann das sein? Jawohl. Also das funktioniert zumindest. Hier sind einige, also einige Wissenschaftler gerade am draufgehen. Aber das hier wird nicht wirklich funktionieren. Keine Ahnung, ich glaube, diese Challenge habe ich noch nie gewonnen. Und es muss auch nicht jetzt sein. Ich weiß nicht, ob ich nach dem dritten Durchlauf hier die Challenges im Nachhinein nochmal angehe. Die kann man dann vom Menü aus alle nochmal auswählen. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mir das antun werde. Weil, wie gesagt, die sind wirklich schwer und ich bemühe mich da auch. Ich habe mich auch früher schon bemüht, vor dem Let's Play. Und ich krieg's so gut wie nicht hin, wirklich bei diesen Challenges was zu erreichen. Und das will eigentlich was heißen. So, und ich erinnere mich jetzt immer an dieser Stelle daran, dass wir... Gibt's hier noch einen Grub? Oh, da gibt's noch einen Grub. Perfekt. Möglicherweise habe ich den sogar übersehen beim letzten Spielen. Beim zweiten Durchlauf. Ich weiß es nicht. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass wir hier immer die Echo-Mine uns geholt hatten. Was passiert hier? Matsch. Alles klar. Und zwar hier an dieser Versorgungsstation. Genau, was haben wir denn jetzt zur Verfügung? Wir haben 8 Punkte. Kanisteranzeigen, Fast Recovery, alles nicht so wirklich Dinger, die mich jetzt sehr interessieren. Deswegen marschiere ich hier einfach mal weiter und warte darauf, dass ich ein paar Grubs mehr bekomme. So, und wir haben jetzt, was haben wir? Wir haben die Bombe, genau, die Echo-Bombe. Können ja also direkt attackieren und Schaden anrichten. Und dürfen und sollen ja sogar hier eine Menge Schaden anrichten, was sehr cool ist. Ah, ich dachte, wir könnten den jetzt mal mit den Lasern hier erledigen. Was auch immer. Ich kann mich aber in die Wand reinstellen, glaube ich. Funktioniert das? Ich stehe in der Wand und... Das funktioniert nicht, wenn ich in der Wand stehe. Das ist schon ein bisschen blöd. Dann eben auf die altmodische Art und Weise einfach hier durch die Wände mit dem Echo und durch den Kerl. Und wir sind angekommen bei den Lasern. Bei den vielen gefährlichen Lasern. Gibt es hier eigentlich was zu holen? Ich gucke gerade mal auf die Karte. Hier gibt es keine Grubs zu holen. Dann weiß ich nicht, warum ich mich hier irgendwie länger rumplage als nötig. Hier gibt es eine Menge zu holen. Hier gibt es eine Menge zu killen auf jeden Fall. Und da möchte ich... Ja, da möchte ich von der anderen Seite rangehen, bitte. Denn da gibt es so eine hübsche Mine. Gibt es erstmal einen Grub. Und ich jag einfach mal diese Mine hier hoch. Das dürfte nämlich schon reichen. Hier die Energie wiederherstellen. Ihr dürftet jetzt gleich Geschichte sein. Oh, der eine hat überlebt. Aber das werden wir ganz schnell ändern. Es liegt halt in unserer Natur, zumindest in diesem Durchlauf, das zu ändern. Das funktioniert. Cool, also da kam zumindest so ein Fehlergeräusch. Ich wusste nicht, dass da überhaupt was passiert, wenn man eine Mine auf ja, so ein Feld draufsetzt. Was auch immer. Die Tür müsste jetzt aufgehen, jawohl. Und wir können weiter. I don't like the look of this. Tja, der Fahrstuhl ist auf jeden Fall kaputt. Wir haben immer noch nicht genügend Grubs, um hier irgendwas zu erreichen.
dürfen uns hier durch jede Menge Minen durchwarpen, sollten vielleicht nicht gerade gegen das Energiefeld hier stoßen, weil wir dann die Warpfähigkeit kurz verlieren. Der Alarm geht los. Oje, oje. Der Turm macht nur ganz, ganz, ganz kurz Stress und wir gehen hier weiter, nachdem wir diesen Energiepunkt zerstört haben. Einfach mal hier auf die andere Seite. Und vielleicht nicht direkt in den Laser rein, sondern wenigstens ein paar Meter mitlaufen. Dann holen wir uns hier, komm, dann holen wir uns hier unser Fass und dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Nee, geht ganz locker. Alles klar. Laser kommt hier und wir müssten hier in einem durchkommen. Ungefähr so. Sauber und wunderschön. So, dann geht's hier mit den Minen weiter nach Norden. Und Moment, haben wir diese Echo-Wurf-Fähigkeit? Jetzt habe ich es ehrlich gesagt ganz vergessen. Haben wir die? Dann muss ich Z halten? Muss ich X halten? Muss ich C halten? Nee, ich glaube, ich müsste Z halten. Also wir haben sie offenbar nicht. Das heißt, ich möchte... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte hier einfach ganz normal durchwarpen auf die andere Seite. Und hier mit dem Fahrstuhl nach oben. Klappt das etwa nicht? Müsste doch, oder? Moment. Was ist unser Ziel? Habe ich was übersehen? Current Checkpoint? Checkpoint! Ja genau, funktioniert doch. Perfekt. Wo landen wir? Wieder im Command Center? Ich weiß es nicht, ich vergesse es jedes Mal wieder. Wir landen... in London. Wir landen in der Containment Facility, natürlich. Jetzt weiß ich es auch wieder. Und hier ist dieser hübsche Laser, der uns hier das Leben nicht gerade leichter macht. Oh Gott, oh Gott. Na, das war sehr dumm gezielt. Wenn ich mich zur Seite bewege, horizontal, hilft mir das nicht, wenn der Laser vertikal geht. Um das mal so ein bisschen konkreter zu fassen. Okay, schnell in die Box. Jawohl. Und jetzt schnell weiter, bevor der Laser zurückkommt. Alles klar. Wir haben immer noch... Naja, wir sammeln keine Grubs. Was gucke ich denn die ganze Zeit nach? Wir sammeln keine Grubs, wir kommen hier nicht weiter. Aber hier haben wir Arbeit zu erledigen. Wir müssen natürlich Chaos verursachen, so gut es eben geht. Wir können ja mal mit dem hier anfangen. Ja, das ist ein ganz netter Anfang. Und dann sind wir hier so eine hübsche Box und können mit ein bisschen Glück, jawohl, so ein bisschen bombiges Feuerwerk abfeuern. Jetzt sollte ich mich aber beeilen, bevor der nächste Wächter hier, opala, bevor der nächste Wächter hier Stress macht. Okay, zumindest, ist es nicht gut, wenn die einen Alarm auslösen. Das ist alles andere als gut. Ich kann mich aber mal hier rein teleportieren, dann dürfte der Alarm nicht mehr laufen, weil er... nicht mehr hier auf seiner Alarmstation steht. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass der Feind mich irgendwie nicht richtig entdeckt hat, als ich ein Fass war. Wow, und als Bombe... als Bombe... also die Bombe braucht zu lange zum Laden. Komm schon, jawohl. Ich lasse mich doch nicht von dir hier den Fortschritt aufhalten. Wo sind wir? Wir sind hier. Und wo ist die nächste Wache? Die nächste Wache läuft hier ganz alleine rum, schnell rein. Sie hat nämlich kein Wasserschild. Und das war ihr Fehler. Die Wissenschaftler müssten erledigt sein. Der Alarmknopf macht hier definitiv keinen Stress mehr. Und als Bombe... die Bombe funktioniert nicht. Ich werde mich hier mal verstecken. Der kann mich ja nicht hören. Und hoffen, dass hier gleich ein Fass erscheint. Gut. Okay. Er sieht hier ein Fass. Ist ein bisschen vorsichtig, aber... komm schon. Ja, es bewegt sich. Diese Bombe hat eine wahnsinnig geringe Reichweite, wird mir gerade klar. Und das ist nicht schön. Aber man kann mit leben. Gerade so. Ich würde sagen, das nächste Ziel ist dieser Grub da hinten. Ah, ja genau, das ist hier. Der gefährliche Grub hier. Wupp. Und wupp. Und wir haben es geschafft. Hier geht es direkt weiter zum nächsten Speicherpunkt. Damit wäre dieser Fortschritt auch erstmal gespeichert. Was sagt ihr nochmal? Ja, ich weiß, dass das Aufsammeln dieser Kreaturen grausam erscheinen mag, aber es ist die einzige Möglichkeit. Und in dem Fall, wer wären wir denn, dass wir da widersprechen möchten?
So, auf jeden Fall müssen wir hier wieder diese Doppelbombe zünden, wo ich immer denke, das zweite wäre ein Geheimraum. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, das zweite ist ein Geheimraum, oder? Oder nicht? Ich kann es mir einfach nicht merken. Was ich mir merken kann, ist, dass ich schnell, zwar ganz schnell, weg möchte vor dieser... Boah, weg von dieser Bombe möchte. Erstmal, die erste Tür geht auf. Und die zweite, da kümmere ich mich gerade drum, dass die Bombe hier losgeht. Könnte knapp sein. Ah, ich kann ja dahin scrollen, das ist perfekt. Nee, das dürfte ziemlich perfekt aufgehen. Jawoll, wunderschön. Nächste Tür geht auf und ich glaube, es ist notwendig, dass die aufgeht. Ich kann es mir aber, wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht merken. So, nein, 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 nicht Bombe. Zünde jetzt die Bombe. Na. Ah. Kumpel. Ja genau, guck dich mal ein bisschen um und ich zünde wieder dir so eine hübsche Bombe. Endlich. Die hat eine so geringe Reichweite. Da ist die Echo-Mine natürlich um einiges besser, weil ich dafür, oder besser gesagt, weil ich mit der nicht zum Feind hingehen muss. Sondern da kommt der Feind natürlich netterweise her. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Wir sind wieder bei unserer Forschungsanstalt und dürfen uns erstmal um diesen Turm kümmern. Das ist ja jetzt zum Großteil inzwischen bekannt. Aber es ist immer noch eine nette Sache, vor allem wenn es dann einen Grub als Belohnung gibt, wenn ich da hinkomme. Jawohl. Und das Schöne ist, ich weiß, links von mir sind keine Grubs mehr. Woher weiß er das? Ja, das liegt daran, dass ich auf der Karte natürlich meine Grubs sehen kann. Da sehe ich auch gleich, dass da unten noch einer ist, nämlich hier. Wenn man sich als eines der ersten Upgrades natürlich diesen... oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diesen Grub-Sammler holt, oder diese Grub-Übersicht auf der Karte, dann... Oh, mir wird gerade klar, ich muss da nochmal zurück, ich muss die Wissenschaftler erledigen. Wenn man sich diesen Grub-Sammler frühzeitig holt, dann hat man natürlich Riesenchancen, alle Grubs zu finden. Aber selbst wenn man weiß, wo sie sind, ist es manchmal gar nicht so einfach, da tatsächlich dran zu kommen. Ja, lass mich hier durch. Habe ich irgendjemanden am Leben gelassen? Wenn ja, dann echt aus Versehen. Sieht dieser Raum vertraut aus? Absolut. Nein, absolut nicht, weil hier war ich nie drin. Der Beginn des Spiels, der war ganz woanders. Der war viel weiter im Osten. Aber was auch immer. Da unten war auf jeden Fall diese eine Wache. Ich muss die irgendwie erledigen. Und ich muss mal gucken, wie ich da am besten rankomme. Vielleicht, wenn sie sich umdreht. Ich kann ja mal ein bisschen dahin scrollen. Dann kann ich ja mal sehen, wo die Wache gerade steht. Aber vielleicht kann ich mich auch einfach hinter sie stellen. Ah, sie dreht da schon um. Alles klar. Ich kann mich ja leise warpen. Und bewegen, das reicht schon. Einfach mal angeschlichen und hier ordentlich Rabatz gemacht. Sind hier noch Wachen? Ich kann keine mehr sehen. Sind hier noch Grubs? Ja, da rechts ist noch ein Grub. Hier unten ist ein Fahrstuhl. Eben war da die falsche Textur drauf. Das sah nämlich eben aus, als wäre es ein benutzbarer Fahrstuhl. Na, auf jeden Fall. Das wäre cool, wenn man Gegner sehen könnte, fällt mir gerade ein. Aber selbst wenn man die nicht sehen kann... Oh, ich komme hier nicht durch. Hier ist eine Wasserwand. Aber da rechts ist doch ein Grub. Da muss ich irgendwie hinkommen. Oh, 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 oh. Wir sind hier halbwegs versteckt, sehe ich gerade. Wenn der Kerl sich umdreht, wäre das gut. Guck mal nach links. Jawohl. Und jetzt einfach die Bombe. Gezündet und dich, wubala, und dich erledigt. Genau, und über uns ist jetzt dieser alternative Pfad mit ein, zwei Grubs. Aber ich möchte erstmal gucken, dass ich hier an den Grub komme. An der Wache komme ich auf jeden Fall vorbei, wenn ich sie so hochnehme und dann, ja, jetzt muss ich nur wieder irgendwie zurückkommen, damit ich sie erledigen kann. Ja, okay, gucken wir erstmal nach diesem Grub. Der steckt... Ah, der steckt über uns. Der steckt bei diesem komischen Krangerät. Alles klar, das ist jetzt noch nicht so von Bedeutung. Wir gehen nämlich links lang und holen uns die Grubs im Norden. Nämlich hier hinter diesen Fässern. Weiter, weiter, weiter im Norden. Ja. Und da ist auch eine hübsche Bache. Die ist jetzt auch direkt erledigt. Ach, und hier ist wieder dieser lustige Turmspaß. Ich glaube, ganz ehrlich, den tue ich mir einfach nicht nochmal an, weil, warum? Ich brauche nicht unbedingt, ich habe jetzt 12 Grubs, das reicht immer für eine Fähigkeit, ich brauche nicht unbedingt die ganzen Grubs. Stattdessen würde ich sagen, hier haben wir schon mal Halt gemacht. Ich erinnere mich sehr gut dran.
Ich glaube beim ersten Run? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir hier mal eine kleine Pause und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Warp. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.